Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Und zwar spielen wir heute Osiris New Dawn mit dem Dra. Servus. Und meine Wendigkeit im Lucky Priest. Und ja, hier geht es um, ihr seht schon, nicht die Steinzeit, nicht irgendwas. Ja genau, nimm die Arme auseinander. Nein, hier geht es um ein Weltraum-Survival. Und ihr werdet ja gleich sehen, um was es genau geht, denn ja, ich starte jetzt einfach mal das Game. Hier seht ihr nochmal die Tastaturbelegungen. Das interessiert aber, glaube ich, keinen, aber das wird jetzt noch eine Weile dauern. Ich sehe schon, das dauert ein bisschen. Nee. Was ich natürlich auch noch sagen wollte, ich beglückwünsche euch, ihr seid bei meinem 1000. Let's Play dabei. Ja. Glückwunsch. 1000 Stück. Ja, ja. Wenn sie jetzt noch erfolgreich gewesen wären. Aber egal. Also, ihr seht schon. Proteus 2. Dritter Moon of Theseus Prime. Tag 1. Ja. Und bei diesem Game handelt es sich um ein Survival. Um ein Survival-Spiel. Also im Prinzip sowas wie Ark. Ihr kennt es ja von... Ja, wie kann ich denn nochmal? Take all, whatever. Scheibe reparieren konntest du mit, ja, Duct Tape, aber wo ist es? Da ist es. Drei. Die drei hatten Duct Tape. So, cool. Gut, also wir haben das schon mal ein bisschen angespielt. In den letzten paar Minuten. Was heißt Minuten? Also vor ein paar Tagen. Und der Dra hat das auch schon ein bisschen weitergespielt wie ich. Aber im Prinzip müssen wir sagen, wir sind noch relativ unbewandert in diesem Spiel. Also wir wissen so ein bisschen was zu machen ist, aber halt eben nicht alles. Aber ich bin hier schon wo ganz anders. Also hier war ich jetzt noch nie. Ja, das hat gestartet, wo ich das erste Mal von 3 Versuchen gestartet bin. Ich bin bei... Latitude 0,2 und Longitude auf 6,8. Warte mal eben. Wenn du mir sagst, was bei dir an planetenmäßig aussieht, dann glaube ich, kenne die Map mittlerweile fast auswendig. Minus 9,3 und 6,8. Oh, bist du wahnsinnig. Was ist denn bei dir in der Nähe? Wie meinst du? Auf die Karte drauf guckst, hast du irgendwie ein paar Klippen oder hast du den großen Friedhof oder hast du Müse? Ich bin hier am Strand, sage ich jetzt einfach mal. Und ich habe ja, ne? Also ich habe hier Penis. Okay, dann weiß ich ungefähr, wo du bist. Ich muss nur die Richtung rausfinden. Ich bin minus 7,4 und Longitude 17,2. Aber ich meine, ich wäre so ziemlich genau an unserem alten Spot. Das gehe ich nämlich davon aus. Ich bin bei dieser komischen anderen Basis. Muss ich nur gucken, wo ging denn da lang? Ach ja, was übrigens hier zu erwähnen ist, also... wieso habe ich eigentlich keine Waffe? Die liegt da rum. Nee, eben nicht. Hä? Hier gab's keine Waffe. Jetzt muss ich gerade noch mal drei Kisten bei dir rumgelegen. Ja, schon. Es waren nur zwei. Der eine ist eine Munitionskiste. Ja, eben. Die hatte ich jetzt irgendwie nicht. Also wir sind halt auf jeden Fall hier gestrandet auf einem... Ah, da ist er. Auf einem fremden Planeten. Haben so ziemlich gar nichts, deswegen... Deswegen versuchen wir jetzt hier ein wenig Survival abzuziehen. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, Crafting ist dabei. Monster sind dabei. Monster sind dabei. Dann kann man Sachen bauen. Also im Prinzip alles, was ein normales Survival Game so survivalfähig macht. Genau. Nur halt eben. Es gibt Naturkatastrophen. Weltraum. Es gibt Naturkatastrophen wie Meteoriten zum Beispiel. Und ja. Sandsturm, Hitze.
Dämlich große Regenwürmer. Ja, dämlich große Regenwürmer, das ist wohl wahr. Ah, weißt du, wo ich bin? Da, wo du als erstes gespawnt bist. Von der Ecke komme ich. Muss ich nur gucken, dass mein Roboter hinterher kommt. Mein Dröhnchen. Du kannst ja da, wo du bist, schon mal eine Fläche suchen, wo du dann Dom baust. Ich überlege mir gerade echt, ob ich hochgehe. Ein bisschen höher. Ach, da oben ist schon wieder Krabbelmeier. Terrorbird. Obwohl, hier ist eigentlich relativ. Ich bin genau da, wo wir waren. Ich nehme an, das Spiel hat nur vier feste Punkte zum Starten. Ja, ich bin genau an unserem Spawnpunkt. Genau hier. Also prima. Ah! So, mal gucken, wie wir die Gegner eingestellt haben, weil der will hier nicht weg. Dann baue ich mal hier einen Dom, weil im Prinzip, Ja, boah. Was? also Structures, ich baue einen Dom, den mache ich aber ein bisschen auf die Seite, dann können wir nächstes Mal ein bisschen cooler bauen. So, also wie gesagt, ihr seht hier, man kann hier Sachen bauen. Das hier ist jetzt voreingestellt, dieser Dom. Ist aber Also eigentlich die auch Gegner egal. sind alles, nur nicht fragil. Ne? Okay. Nein, ich bin schon 10-mal drauf geschossen und der Hellbug lebt immer noch. Oh Hallo? je. Mach mal nicht so einen Wind. Ah, ich sehe deinen Dom. Und hier drin ist auch zum Beispiel ein Bett. Und da muss man immer gleich speichern. Weil Dagi? sonst. Ja, Schatzi, Putzi, Mausi, Bärchen, Kannst wo du bist mal du bitte Richtung Berg gucken? Da kommt so ein Käfer runter. denn? Und so ein flüchtender Dra. Ein flüchtender Dra. Ja, ich sehe. Genau in die Ja, genau Richtung. der. Boah, da kommt schon wieder Alter! Junge. Ey, das stimmt doch nicht. Ich bin tot. Nee, jetzt ist er. Ah, jetzt haben wir ihn. Okay. Boah, Alter. Alter! Da müssen wir nochmal mit den Einstellungen basteln. Weil der ist gerade auf mich zugelatscht. Wie kann man jetzt hier einladen? Oder lade ich oder du? Oder Moment, wie Moment, geht das? Moment. Ich muss mich erstmal kurz aktivieren. So. Summit. Tatsächlich geht das, wenn du im Menü oben bei deinem Namen, da steht Colony. Ja, create. Genau, Dann. createn, dann drückst du auf mich F und dann musste bei mir irgendwas auftauchen von wegen aktivieren oder nicht. Warte mal. F. F. Invite sent. Want to invite. Akzeptieren. Ja, das gehöre ich zu deinem Clan. Schön. Wo ist denn dein Computer? Er ist irgendwo noch auf dem Weg. So. Also wie gesagt, hier ist unser erstes kleines Habilitat. Den mache ich jetzt gleich mal auf T. T. Wo lassen wir den denn? Ach, den lassen wir einfach ein Schick ihn bisschen. tatsächlich gleich irgendwo hin, wo es nützlich ist. Ja, ich kann den noch nicht. Ja, ich kann Ich dahin lasse den nicht einfach steuern. hin und her, latschen. Ja. Da unten hole ich auf jeden Fall. Aluminium brauchen wir und Eisen. Genau, auf eine Kiste. Genau. Wir können zwar vorgehen nach Bauplan, wie wir es hier haben, aber ich würde sagen eine Kiste und danach gehen wir Bauplan. So, Kiste ist eigentlich viel wichtiger, weil dann können wir schon mal Rohstoffe sammeln. Genau. Um deine Ausdauer zu sparen, würde ich dir wirklich empfehlen, die Leertaste zu drücken, wenn du nichts dabei hast. Du machst Riesensprünge. Ja, ich fliege eigentlich fast immer. Eisen. Ah, ich habe Eisen. Also ich könnte schon eine Kiste basteln. Ja, mach du, mach du. Würde es aber empfehlen, wirklich oben zu bauen. Bitte was? Oben zu bauen, am Lager. Ja. Eine Kiste bauen wäre kontraproduktiv. Ja. Ich sag nur, dass ich eine bauen kann, nicht, dass ich hier eine bauen werde. Alter, was ist denn los bei dir? Ach, du baust schon wieder. Du bist schon wieder gierig, ne? Ja, wird mir auch gleich zum Verhängnis. Kann nämlich nicht mehr fliegen. Hallo, hallo, hallo? Hab Ach dich. stimmt, wir haben ja gar keine.
Was passiert eigentlich, wenn dieser Droide stirbt? Nichts, dann ist er weg. Auch dann hast du halt keinen mehr. Ja, ich nehme an, du kannst ihn zwar irgendwie neu bauen, aber ich weiß noch nicht wo. Ich habe nur rausgefunden, dass Ressourcenfarmen eigentlich nicht so einfach war. Oh, Mutti! Mutti! Hilfe! Ist hier, komm her, komm her, komm ah, her. Ah, es ist tot. Okay, Alter! Hast du mehr als einen Schuss gebraucht? Nee. Gut. Vielleicht muss der Server sich erst noch dran gewöhnen, dass er fragil sein soll. Das kann auch sein. Wir müssen aber dran denken, dass wir die Kisten dann nur wieder benutzen können über den. Du musst, wenn du eine Kiste freigeben. Baust, die dann freigeben für den. Genau. Genau, für die Kolonie. Bau gleich zwei. Was macht er denn da hinten? Mein Roboter ist ganz da hinten. Warte mal, bauen wollte ich. Utilities. Also ihr seht schon hier, es gibt verschiedene Sachen. Zum Beispiel, also zuerst brauchen wir mal eine Kiste. Kisten sind most important. So, wir bauen. So, erste Kiste ist online. Wie kann ich die jetzt für die Kolonie öffnen? Fraktion, UNE, Kolonie. Hä? Ach, kann ich das nur mit dem Dings, mit diesem komischen Multitool? Ich glaube ja. Ich glaube, ich muss mit einem Multifunktionstool machen. Das ist ein bisschen doof, dass ich mir aufs Multi zurück muss, glaube ich. Yes. Okay. Würde mich direkt mal entleeren. Ja, mach das. Jetzt müsst ihr da drauf zugreifen können. Ja, kann ich. Gut. Ah, ich kenne noch eine Bahnsysteme. So. Dom hin. Und Wasser gebe ich auch mal 3 ab. Oh, First Aid werde ich wahrscheinlich gleich brauchen. So. Also das ist eigentlich schon der beste Anfang, den man so machen kann. Aber schau mal da hinten. Spaßbremse. Ja, eine Spaßbremse. Spaßbremse kommt. Machen wir gleich da weg. Oben ist auch noch eine. Dabei habe ich sie komplett auf einfach eingestellt. Boah, Alter, der glitscht hier auch rüber, ne? Das macht er bei mir tatsächlich nicht. Hilfe. Ah, okay. Bei mir hat er die ganze Zeit jetzt volles Leben angezeigt und ist dann umgefallen. Ja. Wo ist mein Computer? Dann gucken wir nach der Aufnahme nochmal. Ja. Weil ganz ehrlich, ich hole jetzt mal meinen Computer her. Eigentlich ist er dafür da, dass er uns ein bisschen verteidigt, ne? Genau, und ich gehe mal gucken, wo ich meinen liegen lassen habe. Glück hab, kämpft er da oben gegen den Dicken. Muss halt immer aufpassen, da unten in der Mitte die 75, 76% sind meine Sauerstoffanzeige und wir haben schon festgestellt, dass im Prinzip, wenn die unter 50% fällt, hast du ein richtiges Problem. Und wenn die unter 0 fällt, bist du tot, egal was passiert. So. Immer der Dicke. Aber der Anfang war schon nicht schlecht, muss ich sagen. War schon nicht schlecht. Da oben ist nochmal so eine Spaßbremse. Ja, ich weiß. Ich tue das nur meinen Kleinen. Aber ich befürchte, den hat's erledigt. So. Jetzt nehme ich mal... Ah, Patrol and Mine. Jetzt kann ich mit meinem Minen.
Das ist prima. Dann lassen meinen so einen Ball und den Ball setzt er auf den, in den Bereich, wo er meinen soll. Ja, dann nehme ich den mit. Ich habe auch meinen gefunden. Da unten sind schon wieder zwei von diesen blöden Affen. Ja, so. Das ist die Spawn-Time. Er setzt eigentlich anscheinend nicht nur die Ressourcen nach oben, wie blöd, sondern auch die Viecher. Kommt mal, ne? Ja. Guck gleich mal, wie ich das bei mir im Singleplayer eingestellt habe. Mhm. Da war das Ganze nämlich ein bisschen angenehmer. Was ist das denn? Na komm, Kleiner. Einmal nach Hause. Wo ist er denn, der Gammler? Okay. Egal. Den Main muss ich direkt drauf machen, oder? Kannst du machen, aber der nimmt alles, was im Umkreis ist. Okay. Ah, da oben ist er. So, den habe ich weg. Dich wollte ich minen lassen. Dann mache ich mal H. Set Target. F. So, dann gehen wir minen, du Affe. Also die Sträucher, haben wir schon festgestellt, sind nicht der Hit, dagegen zu laufen. Kleiner Roboter, du bist echt langsam. Hast du ihn gefunden? Ja, ja. Bin schon wieder auf dem Rückweg. So. Unsere nächste Aufgabe sollte ja sein, ein Habitat zu bauen, ne? Nein, erstmal sollten wir rein theoretisch nach dem Dom. Ach, die Forge bauen. Forge bauen, genau. Okay. Dann schaue ich mal eben, was eine Forge braucht. Structures. Nein, Utilities. Eine Forge braucht. Titanium 2 und Plutonium. Also ich kann sie noch nicht schicken. Könnte es vielleicht sein, weil ich das andere Ding gebaut habe? Weil letztes Mal hattest du das Ding, dass du das machen konntest und ich nicht. Vielleicht kann man auch nur einschicken. Also Iron, Titanium, Iron haben wir, Titanium und Plutonium. Titanium brauchen wir jetzt. Plutonium haben wir schon. Titanium weiß ich, wo es das Zeug gibt. Ja, Plutonium ist hier unten, das weiß ich. Ich kann mir mal eben Plutonium holen, aber... Transport und Patrol hierhin. Wo ich echt sagen muss, das sieht richtig grandios aus hier, das Game. Also kann man ja sagen, was man will, aber... Ich bin ja schon mal eine Weile durch die Welt gelaufen. Mhm. Und du hast nur noch halbes Life, oder? Weil ich bin schon mal durch die Welt gelaufen. Stimmt, ja. Ich kann sagen, du hast nämlich bei mir einen halben grünen Balken. Muss ja gucken, du hast Bandagen, da kannst du zwei nehmen. Okay. Nö, bisher brauche ich das nicht. Und ich habe Berichten gelesen, dass es zwei Planeten geben soll, zu denen du kannst. Also der hier und noch einer. Mhm. Und dass wir quasi 2 Stunden brauchen, wenn wir den komplett ablaufen würden, den Planeten. Okay. Das ist ein begrenztes Gebiet, dafür handgemacht. Ein Designer. Oh, hier ist ein Gegner. Ich habe auch schon, wie gesagt, im Singleplayer mal geguckt. Also die Fahrzeuge, du kannst, so wie ich das gesehen habe, alle Fahrzeuge, die sie in der Werbung gezeigt haben, jetzt auch schon machen. Den Wagen, den Hover, das Spaceship. Ach, Kim. Ach, Alter, du nervst. Nicht du. Boah. Wohin? Hier ist gerade ein Dings, ein Hellbug runtergefallen vom Himmel. Die spawnen irgendwie komisch. Komm wieder zurück. Ah, hast du einen gefunden. Schön. Weißt du, wo es Dings gibt? Wo es, Titanium? Ja, ich bin auf dem Weg. Okay.
Ganz Richtung Plutonium. Plutonium habe ich. Ja, da wo das Plutonium war, da rennst du hin. Da müsstest du mich sehen. Ja, nee, im Prinzip, ich habe ja schon alles. Bis auf eben das Titanium. Ja, ich hätte dich ja mitgenommen zum Sammeln, aber ich kann auch halt eben schon alleine hüpfen. Das kann nicht. Wow. Deswegen warte ich, hier eben. Ja. Also ich kann dir nochmal eben zeigen, was wir hier alles machen können. Structures. Also das nächste ist auch ein Habitat. Dann gibt es hier Luftschleusen und Baracken und Biodoms und Hellways, also Übergänge und Laboratorien. Natürlich dann noch die Solarpanels und hier Gastanks und große Satellitenstationen. Also, ne? Und da kann man im Prinzip auch irgendwann, wie heißt das, Fluggeräte bauen und auf andere Planeten noch zugreifen. Genau. Darauf bin ich eigentlich echt mal gespannt. Also ich würde so schnell wie möglich gucken, dass wir ein Labor bauen können. Okay. Und in dem Labor, habe ich gesehen, kannst du die Fahrzeuge bauen. Allerdings ist das echt mühsam, weil du musst jetzt erstmal gucken, dass du jetzt erstmal deinen Dom baust. Dann brauchst du einen Chemietisch. Dann brauchst du, musst du Gasfarben gehen, weil mit den Gasen kannst du dann Sachen bauen, die du brauchst, um den Rest zu bauen. Es ist langwierig eigentlich, das Spiel. Okay. Hier. Und jetzt sitze ich hier fest auf dieser Kiste, oder wie? Sieht bei mir aus. Mann, ich backe hier auf der Kiste fest. Das ist doof. Warte mal, ich könnte natürlich auch was rauswerfen. Ich hing letztens in einem Geländer fest, bin ausgelockt und bin auf dem Geländer wieder eingeloggt. Auf jeden Fall habe ich hier mal... Nein. So... Stone Inventory, Stone Inventory, Aluminium haben wir auch noch ein bisschen, Stone Inventory, Glues. Ach Mann, ich komme hier nicht runter. Ich stehe hier jetzt auf diesem, also es ist auch noch ein Early Access Titel, muss ich dazu sagen. Hilfe! Hilfe! Auf dem Weg. Du bist ein Kerl! Ja, oha. Junge! Ich glaube, der hilft nur ausloggen und wieder einloggen. Echt jetzt? Durch das. Naja, gut. Achso, du hast den Dome auch noch nicht festgemacht. Nee. Was habe ich gemacht? Du hast den Dome auch noch nicht freigesetzt. Nee, oder? Um mich in den Dome rein zum Speichern. Mit was mache ich das? Mit F, ne? Ah, ich komme da nicht hin. Ja. Oh, das ist jetzt doof. Ja, ein bisschen. Einfach das Dome-Kit und guck einfach mal, wo ich den bauen kann. Ja, ganz weit da vorne. Kein Problem, dann setze ich den dahin, wo ich eigentlich... Weil siehst du oben das Gitter, also wenn du jetzt einen aufmachst, ja. Siehst du oben das Gitter und das ist mega weit weg. Ja. Ja, gut. Aber gut, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und wir würden uns freuen, wenn ihr in der nächsten Aufnahme wieder zuschauen würdet. Heute mit dabei war der Dra. Mach's gut. Und meine Wenigkeit, der Darky Priest. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüssen.